Von den Römern bis ins 21. Jahrhundert war die Versorgung Augsburgs mit Wasser aus dem Lech und dem Stadtwald immer der Motor für wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung. In diesem Zeitraum ist ein Kanalsystem entstanden, das diese Stadt entscheidend geprägt hat und zu ihren größten Schätzen zählt. In sogenannten Gießern kanalisierte man die Quellbäche und führte sie in die Stadt. Darüber hinaus benötigte man Brauchwasser aus dem Lech in separaten Kanälen, die sogenannten Leche. Die Quellbäche, die wurden in der Augsburger oder wurden von den Wasserbaumeistern in der Stadt Augsburg in der Geschichte der Stadt streng von den Lechkanälen getrennt. Das eine war Trinkwasser und das andere war Brauchwasser. Die Quellbäche hat man verwendet, um die Bürger mit Trinkwasser zu versorgen, und die Lechkanäle hat man dafür verwendet, Mühlen anzutreiben, Güter zu transportieren oder auch Unrat abzutransportieren, sprich Fäkalien in den da reinzuschmeißen und dann wieder in den Lech zurückzuführen. Und diese beiden Systeme streng voneinander zu trennen, war den Augsburgern immer besonders wichtig. Das Brauchwasser ermöglichte zum Beispiel den Betrieb der in Europa einzigartigen Augsburger Wasserturmtechnik. Die Energie des schnell fließenden Brauchwassers wurde benutzt, um das saubere Trinkwasser aus den Quellbächen in die höher gelegene Oberstadt zu pumpen. Eine Vermischung des Wassers an Kreuzungen in den Kanalsystemen wurde mittels Brücken und Dükern vermieden. In parallele Strecken wurden Trennwände eingezogen. Man kann das heute noch teilweise ganz gut erkennen im Stadtwald, zum Beispiel am Galgenablass gibt es noch einen Düker oder Grenzgraben. Der Grenzgraben ist ein Quellbach unter dem Siebenbrunnerbach, der ist heute ein Lechkanal, hindurchgeleitet wird, um diese beiden Wassersysteme voneinander zu trennen. Einen Gießer erkennt man übrigens daran, dass sein Wasser deutlich kühler und klarer ist als das der Leche. Zuständig für die Erhaltung der Kanäle ist heute die Stadt Augsburg. Die Ausleitungen aus dem Lech, das passiert am Hoherblass oben, das ist ein Stauwehr. Und da leiten wir dann gewisse Wassermenge in die Stadt, über den Hauptstadtbach. Und das wird dann über Schleusen, wird das immer feiner verteilt, wie ein Adernetz, muss man sich das vorstellen, dass man sich in feinere und kleinere Bachabschnitte verzweigt und da den verschiedenen Stadtteilen eben zugeführt wird oder den verschiedenen Nutzern. Aufgabe des Tiefbauamts ist die Wartung und Instandhaltung dieses Kanalsystems. Zum großen Teil geht es um Sicherheit, also Gebäude in der Altstadt oder in der Innenstadt, dass es keine Überschwemmungen gibt. Das sind ja Kraftwerke, also Querbauwerke in den Flussläufen und in den Kanälen drin. Augsburg ist ja eine Stadt, die sehr viele Bäche und Kanäle hat. Und das ist ja ein Markenzeichen für so eine Stadt. Die Bäche und Kanäle sind natürlich schon lange ein wichtiger Bereich, um Energie zu erzeugen. Wir haben 40 Wasserkraftanlagen insgesamt auf dem Stadtgebiet. Und das ist gerade in Zeiten der Energiewende ein wichtiger Faktor. Solche Kraftwerke befinden sich größtenteils in Besitz von Privatpersonen. Es sind Einrichtungen im Stadtgebiet, von denen man im ersten Moment nicht vermuten würde, dass die Kraftwerke betreiben. Also abgesehen von den Privatpersonen oder großen Firmen, eben die Hessing-Klinik oder das Priesterseminar, die das dann dazu verwenden, um selber also Strom zu produzieren, den sie dann zunächst selber verbrauchen. Insgesamt gibt es rund 40 Kraftwerke im Augsburger Stadtgebiet. Das geht von 20 kW bis zu 11 Millionen, dass das neue Kraftwerk zum Beispiel macht. Also das neue Kraftwerk eben am Hoherblass, das versorgt knapp 4000 Haushalte. Das Potenzial der Augsburger Wasserkraft ergibt sich aus dem starken Gefälle des Lechs, der von der südlichen bis zur nördlichen Stadtgrenze um 60 Meter abfällt. Selbst Fachleute überrascht diese Zahl. Ich konnte die Zahl selber kaum glauben, habe es dann nochmal verifiziert mit der Werkdach, und die hat 45 Höhenmeter im Stadtgebiet. Und wenn man sich aber dann genauer überlegt, wie viele Sohlsprünge im Lechbett vorhanden sind, dann wird das Ganze schon schlüssig. Dieses große Gefälle führt zu einer sehr effizienten Nutzung der Wasserkraft, sowohl am Lech als auch an den Kanälen. Ein weiterer Ausbau der Wasserkraft im Naturschutzgebiet Stadtwald Augsburg
hätte aber für die letzten Reste der ehemaligen Wildflusslandschaft unabsehbare Folgen. Die bestehenden Kraftwerke hingegen liefern einen wichtigen Beitrag für den Augsburger Energiemix. Es sind so, also rund 20.000 Haushalte werden im Stadtgebiet mit Wasserkraftenergie versorgt. Ein weiterer Nutzer des Wassers ist der Augsburger Zoo, der am nördlichen Rand des Stadtwaldes anschließt. Ein großer Teil seines Areals nehmen Wasserflächen ein, die über einen Düker aus einem Quellbach gespeist werden. Es ist natürlich schwierig für einen Zoo, ein Alleinstellungsmerkmal zu definieren. Wenn man jetzt diese Frage für Augsburg formuliert, ist es vielleicht einerseits eben diese vielen Wasserflächen, die den Zoo bilden, die den Zoo kennzeichnen. Wir haben ja auch sehr viele wasserlebende Säugetiere. Wir haben Wasser als Abgrenzung zum Tiger, zum Löwen. Wir haben bei den Pavianen Wasser als Abgrenzung. Also das ist, glaube ich, Wasser ist eines der kennzeichnenden Dinge und in diesem Zusammenhang eben auch das Fehlen der Gitter, die Nähe zum Tier in irgendeiner Weise, das subjektive Empfinden, halt ganz nah am Tier zu sein. Ich denke, das ist so eines der kennzeichnenden, herausragenden Merkmale vom Augsburger Zoo. Die Funktion der Kanäle hat sich im Laufe der Zeit gewandelt, aber genau wie früher sind sie auch heute ein prägendes Merkmal des Stadtbilds. Der Verlauf der Bäche und Kanäle wurde ständig den Bedürfnissen der jeweiligen Epoche angepasst. Aus diesem Grund wechseln die Namensbezeichnungen der einzelnen Gewässer im Laufe der Jahrhunderte. Mit dem Projekt Wasserleben – Natur in Augsburg belebt der Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg die Geschichte der Kanäle und Bäche wieder und macht sie der interessierten Bevölkerung zugänglich. Ein wichtiger Bestandteil sind die Bachnamenstafeln an über 200 Stellen im Stadtgebiet, die online zusätzliche Informationen bereitstellen. Das einzigartige Kanalsystem, das über die letzten 2000 Jahre in der Stadt und im Stadtwald entstanden ist, war entscheidend für die Entwicklung Augsburgs. Ein kulturhistorischer Schatz, der heute den Anlauf zum UNESCO-Welterbe nimmt.